Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Good Zwecke, liebe Freunde. Ja, gestern in der Folge hatten wir den kleinen Prügeltag. Alle haben sich nochmal so ein bisschen gehasst, bevor es dann jetzt letztendlich bald losgeht zur Folge 300. Also das ist die letzte Folge vor der großen Hochzeit. Also morgen kommt ja noch das Umstyling, aber das fällt ja außerhalb der Folgen also ab. Das ist dann nicht Folge 300, sondern einfach so mittendrin ein Umstyling. Und ja, wie gesagt, heute geht's endlich los. Wir sind kurz vor dem großen Tag, vor der großen Hochzeit, die am Montag ja dann stattfinden wird. Und ich habe mal alle hier so ein bisschen glücklich gemacht und hatte ja vor, eine kleine Party zu schmeißen. Und die mache ich jetzt auch. Ich weiß gar nicht... Warte mal. Kann ich nicht hier... So, warte mal, wenn ich jetzt hier eine Party schmeiße. Gesellschaftliches Ereignis planen. Ich guck mal gerade, kann ich das nicht auch außerhalb irgendwo machen? Ich wollte eine Party schmeißen und es geht sich darum, dass wir hier nochmal so einen Junggesellenabschied machen. Eine Tanzparty machen wir auf jeden Fall. Eine Tanzparty wird's. Obwohl, wir könnten das auch so in Verbindung... Mit so einer richtig geilen Kostümparty wäre auch lustig, ne? Sollen wir eine Kostümparty machen? Verrückte Kostüme. Ja, aber es ist halt eine Gruselparty. Es ist keine richtige Kostüm. Gibt es nicht eine Kostümparty? Ich gucke eine Kostümparty. Die machen wir. So, Gastgeber bin ich, also mir. Ja, Gäste natürlich unsere Leute hier. Ich lade Grace auch mal ein. Achso, mehr Gäste. Ja, wir laden einfach mal alle ein, die wir so kennen. Sind teilweise eigentlich auch alles Leute aus unserer Familie. Gut, die können wir nicht einladen. Caterer mache ich einfach irgendjemanden. Mixer mache ich einfach auch irgendjemanden. Kommen in den Mixer. So, und dann, wo gehen wir denn mal hin? Nee, ich will, glaube ich, Nachtclub. Das ist die Diskothek, ne? Lounge, Rooftop, Lounge, Club. Obwohl das ja Club Calico, das ist ja hier bei uns, direkt um Ecke, das passt ja zu so einem Hochzeitsambiente, sag ich mal, ne? Aber ich wollte gerne in diese Karaoke-Bar. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo die ist. Pool allgemein. Oh, ich glaube, da können wir gar nicht hin, ey. Das ist ja blöd. Club Lounge. Dann gehen wir, glaube ich, in so eine richtige Disco, oder? Sollen wir dann hier in so eine richtige Disco gehen? Ich glaube, das ist ganz gut. Oder machen wir hier Rooftop Wedding, da haben wir geheiratet. Obwohl ich das auch ganz cool finde, aber ich weiß jetzt nicht, ob da so eine richtige Tanzfläche ist. Das habe ich jetzt, weil das ist eher so ein Club Lounge. Sollen wir einfach dahin gehen? Komm, wir gehen einfach dahin. Wir machen es einfach. Und dann bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Bin mal jetzt wirklich gespannt. Also wir machen jetzt so einen kleinen Junggesellenabschied für beide. Deswegen nehmen wir jetzt beide mit. Ist jetzt nicht so schlimm. Normalerweise macht man das ja immer so, dass Männer und Frauen getrennt nochmal einen Junggesellenabschied machen. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt alle zusammen einen Junggesellenabschied für alle beide. Ja, mit beiden zusammen, mit allen Freunden und so. Und dann finde ich das, glaube ich, ganz schön. Mal irgendwas trinken hier. So, da sind wir auch schon. Was ist das hier? Das ist doch jetzt nicht hier die Party-Location, oder? Na, zumindest gibt es hier eine Bar. Gibt es hier wenigstens irgendwo ein Tanzdingen? Ach du Scheiße. Ist jetzt aber irgendwie nicht die Art von Party, die ich mir gewünscht hatte, ehrlich gesagt. Nee, das ist doof. Das ist ja wie so ein Empfang. Kann ich die Party abbrechen? Ja, ich will die Party vorzeitig beenden. Ich muss nochmal nach Hause. Warte mal. Ich muss nochmal hier mein Handy schnappen. Und dann nochmal ein gesellschaftliches Ereignis planen. Sorry, dass wir das jetzt nochmal abbrechen müssen, aber das hat mir nicht gefallen. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber in die komplette große Disco. Und... oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Und mach da, meine Party, weil das ist ja hier keine Party, das ist ja ein Witz, ist das. So, Incognito, Kostümparty, Gastgeber, Mia, die als Clown verkleidet ist, was mir ein bisschen Sorge macht an dieser Stelle. So, wir nehmen natürlich alle mit, die mitkommen können. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, du kannst leider nicht mehr mit. So, Caterer machen wir einfach irgendjemanden.
Genauso wie den Mixer. Da stellen wir auch einfach irgendjemanden ein. Und dann gehen wir nämlich in diese Diskothek Pan Europa oder wie die heißt. Pan Europa, genau. Da gehen wir hin. Und dann feiern wir lieber da. Da ist wenigstens DJ und hast du nicht gesehen. Und so eine richtige Tanzfläche und nicht so wie hier so ein. Ich dachte, da wäre jetzt auch eine Tanzfläche, ja. Das sah ja mehr aus wie so ein, ich weiß es nicht. Ein Schwimmbad. Wie ein modernes Schwimmbad. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt mehr Party abgeht und ob da auch ein DJ ist. Ansonsten müssen wir nämlich einen anrufen. Aber ich glaube, wenn man da auf das DJ-Pult klickt, dann kann man da ja irgendwie einen bestellen. Das müsste ja eigentlich gehen. Da bin ich mal gespannt jetzt. Hallo, da sind die Partygäste. Wie wir aussehen alle. Guck mal, Macy sieht richtig gut aus. Was geht er denn als Pilot? Macy, Basie, wer ist er denn hier? Ist das Dominik? Dominik geht als der Tod, sehr schön. Und als was gehst du? Oh, sie sieht so süß aus. Sie geht einfach als süß. Und du gehst einfach als, ich gehe jetzt schlafen, oder was? Das ist genau mein Kostüm, im Pyjama. Ich mal eben nochmal schnell Windeln wechseln. Mary geht als Sträfling, finde ich auch gut. So, DJ ist auch schon da. Ich würde sagen, dann alle rauf auf die Tanzfläche. Mit allem Mann. Kann man das machen? So, mit allem Mann hier irgendwie so. Tanzen, wir gehen einfach mal alle tanzen. So, komm tanzen, Leute. Die Party ist eröffnet. Woo! Guck mal, weißt du, ist das Alessia? Ja, ist Alessia. Sie könnte hier die Stripperin sein, aber das wäre ein bisschen komisch, weil wir mit ihr verwandt sind. So, da kommen wir alle rein, sehr gut. Guck mal, holla, 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 was sehen sie alle gut aus und alle sind da, das ist sehr schön. Freut mich wirklich sehr, so und jetzt feiern wir auch mal ein bisschen, das ist sehr gut. Endlich mal so ein richtiger Junggesellenabschied. Mary hat sich Popcorn von zu Hause mitgenommen, echt. Was ist nur mit dieser Frau los? Hammer, ey. Ohne Scheiß, richtig Hammer. Aber das ist wenigstens mal richtig cooler Junggesellenabschied und dann feiern wir auch mal richtig. Das finde ich sehr, sehr gut. Das haben wir sonst, glaube ich, auch nie gemacht. Und dann sind jetzt auch mal alle dabei. Mason sitzt hier oben schon an der Bar. Der Pedobär! Ey, der Pedobär ist wieder da! Da bist du ja wieder! Und es ist, glaube ich, wieder dieselbe, ne, die da drunter ist, ne? Es ist immer dieselbe. Mason, komm doch mal runter. Kannst doch mal hier ein bisschen mit deiner Frau tanzen. Hier hingehen. So, und Mia kommt auch mal hier hin. Dominik, komm mal runter. Ach, Macy, Macy. Ey, wo ist der DJ? Person einstellen. Star-DJ. Ich will Star-DJ haben. So. Was ist denn jetzt Mia? Ich weiß, ich erkenne das hier schon gar nicht mehr. So, für kommen danken. Ich danke ihm mal fürs Kommen von seinem eigenen Junggesellenabschied. Verbrecherkumpane werden. Ach nee, herrlich. Hallo, wo ist die Musik? Mochi Peachy? An frische Kleidung schnüffeln, das mache ich auch mal. Romantik. Hallo! Warum ist es denn jedes Mal eine Prügelei jetzt hier? Verdammt nochmal, es ist immer noch die Rauferei in der Nachbarschaft. Die findet immer noch statt, wie auch in der letzten Folge. Da fand die ja auch schon statt. Also es ist im Moment sehr raufereisch. Ein Kuss hauchen. Guck, sie riecht erstmal so an seiner Wäsche. Du riechst so gut. So, küssen. Wir müssen natürlich hier auch so ein paar romantische Interaktionen machen. Hallo, kann mal jemand jetzt hier... kommt jetzt mal irgendwie irgendjemand? Dann machen wir wenigstens mal hier, Pop. Hallo! Och man, Freunde! Reißt euch doch bitte zusammen! Was ist denn los mit euch? Alter, überall prügeln die Leute sich auf unserem Junggesellenabschied. Was soll das? Ich will jetzt sofort, dass alle tanzen. Kommt sofort alle tanzen. Dann hört auf, euch zu prügeln. Das geht gar nicht. So. Und tanzen, los. Aber du kannst mal aufhören, deinen Dreck zu machen. Du sollst tanzen. Was ist das? Pop hören. So, jetzt tanzen, glaube ich, alle. Kommt alle auf die Tanzfläche, Freunde. Macht ein bisschen Party. Das macht Spaß. Das macht Laune. So einen richtigen Junggesellenabschied habe ich mir auch anders vorgestellt. Also irgendwie ist das wieder so typisch Girls-WG, ne? Dass dann hier auch wieder so eine Rauferei in der Nachbarschaft ist. Ist ja wieder klar gewesen, dass wieder sowas passiert. Aber es ist schon cool, dass wir überhaupt so einen Junggesellenabschied haben. Und dass wir überhaupt so mit allem Mann jetzt feiern und
dass hier alle nochmal versammelt sind und so. Das macht schon Spaß und ist auch sehr schön anzusehen. Nur, dass wir keinen DJ haben, das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo der DJ ist. Hallo, hallo, hallo. Sie liebt den DJ. Wo ist die DJ-Frau? Die sollte doch kommen. Ich hatte doch hier einen Star-DJ engagiert. Ach, mit ihr kann ich das sowieso nicht machen. Warte mal. Für dieses Grundstück wurde bereits ein DJ engagiert. Ja, wäre dann schön, wenn dieser DJ auch mal kommen würde. Das wäre wirklich klasse. Da oben prügeln sich welche. Ey, das ist echt der Hammer. Ohne Scheiß. Was ist das nur immer für eine Party? Das wäre so wirklich typisch Girls-WG. Komische Partys immer. Ich weiß auch gar nicht, wer hier wer ist. Da unten muss man immer so ganz genau hingucken. Ein Kuss hauchen machen wir mal. Wie er abgeht. Ah, nee. Ich find's einfach nur lustig. Nochmal so ein bisschen die Zuneigung hier ausdrücken, bevor es dann morgen losgeht. Also für die geht's dann morgen los, beziehungsweise übermorgen. Für uns ja erst nächste Woche Montag. Gibt's ja eigentlich sowas wie ein Techtelmechtelbusch oder so? So kann man hier auch mal ein Techtelmechtel haben? Oder ist das unmöglich? Ah, guck mal, hier unten. Ey, hier war ich ja noch gar nicht. Komme ich hier rein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Geheimes Klopfzeichen versuchen. Nee, da komme ich nicht rein. Schade. Schade. Aber, Mason! Komm mal mit! Ich hab da was für dich. Ich als Sensemann hab da was Besonderes für dich rausgesucht. Komm, Mary. Es geht voll ab. Wir sind soeben gute Freunde geworden. Das freut mich doch sehr. So, hört auf. Wir haben jetzt was vor. Stillborg. Level 5 der Motorikfähigkeit. So, was ist jetzt hier? Mason, hör auf zu tanzen. Konzentrier dich bitte. Och, jetzt habe ich das wieder weggeklückt. Toll. Rauferei in der Nachbarschaft ist vorbei. Sehr gut. Das hat mich auch sehr gestört, muss ich sagen. So, dann versuchen wir das nochmal. Und er denkt sich so, ja, kann man mal machen auf jeden Fall. Da gehen wir schon mal runter und gucken schon mal, was die jetzt da machen, die beiden. Ich bin gespannt. Es wird jetzt so ein richtig geheimes Techtelmechtel. Da kommen sie. Was macht die Frau hier? Ach so. Hallo? Warum bin ich unsichtbar gewesen? Habt ihr es gesehen? Mir war unsichtbar. Warum war das jetzt so? Guck mal, hier ist so voll der Gang. Da sind ganz viele auf dem Klo drin und wir sind hier einfach so im Schrank. Das ist einfach wieder zu geil. Was ist da oben denn? Ach so. Das ist mein Planbot, ne? Aber warum bin ich denn jetzt unsichtbar gewesen? Bin ich jetzt wieder sichtbar gleich? Das wäre ja jetzt der totale Fail, wenn ich jetzt so einen richtigen Bug hätte, wo Mia plötzlich unsichtbar wäre und man die einfach nicht mehr sehen könnte. Stell euch das mal vor. Mein Gott, hör mal, holla die Waldfee, da geht's aber zur Sache. Hallo, wir haben hier nichts gemacht. Wir haben nur mal ganz kurz in den Schrank geguckt. Ja, danke, danke. So richtig einer unauffällig. Wie geil war das denn? Wir sind einfach genau pünktlich da rausgekommen. Oh, nee, herrlich. Ich will mein Kind knuddeln. Wo ist es? Knuddeln. Komm, einmal knuddeln. Im Ernst ist da jetzt jemand im Schrank am Heulen? Oh, das ist so süß. Hier, ich gebe dir mal was zu essen aus dem Inventar. Eine schwarze Bohne. Ess die schwarze Bohne, mein Kind. Die ist gesund. In Kinderschokolade ist Milch drin. Schinkenwurst, Leberwurst, Teewurst. Alles für dich da. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Das ist mir nämlich alles zu eng. Hier oben geht nämlich die Party noch voll ab. Und wir tanzen hier natürlich noch ein bisschen. Wo ist Maisie Basie? Maisie Basie, komm bitte hoch und tanze mit uns. So, du kannst auch mal hier hinlaufen. Hier habe ich schon wieder das Ding an. Ich verstehe gar nicht, wie ich das immer mache. Warum das dann immer auf diese Videoaufnahme geht. Aber es geht irgendwie. Dag, dag. Wir hatten nur kurz ein Techtelmechtel. Eigentlich könnten wir das Mary und Dominic auch mal machen lassen, ne? Die beiden hatten ja auch schon lange nichts mehr am Laufen. Das muss man ja auch mal so sagen.
Deswegen, der Schrank ist gerade frei. Ihr dürft. Bitte gönnt euch. Und lassen jetzt einfach jeden Techtelmechtel machen. Techtelmechtel läuft auch immer. Ob er das mit seinem alten Herz noch hinkriegt, der Gute? Er ist ja jetzt Rentner und alt. Er ist auch ein bisschen dicker geworden, oder meine ich das nur? Aber sie so beide, ja, ich habe noch Lust. Auch wenn du alt bist und schrumpelig. Aber gut, da kommt Mary auch noch hin. Ich weiß gar nicht, wie sieht das eigentlich hier aus? Das muss doch irgendwo hier stehen. Warte mal, das haben wir doch hier irgendwo. Da. Tag bis zur nächsten Alterungsstufe 1. Das heißt, in einem Tag, das heißt rein theoretisch, wenn wir Pech haben, wird sogar so sein, dass... Die beiden. Wird sogar so sein, dass Mary eventuell sogar auf der Hochzeit altern wird. Aber ich denke, das werden wir noch vorher kurz hinkriegen. Ja, dann wird Mary auch schon älter. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, Mason und Mia altern ja nicht mehr. Die haben schon 238 Tage gelebt, aber altern halt selber nicht mehr, weil es halt Vampire sind. Da müssen wir uns halt mal was überlegen, ob wir die auch trotzdem einmal altern lassen, dass das halt alte Seniorenvampire sind, damit es ein bisschen realistischer ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch die beiden Kinder hier altern lassen. Die werde ich aber jetzt erstmal bis zur Hochzeit so lassen, wie sie jetzt sind. Und dann nach der Hochzeit werden die dann altern. Und dann ist es auch schon bald soweit, dass wir mit der neuen Girls WG losstarten. Da bin ich auch schon ziemlich gespannt und aufgeregt, wie das dann wird und dass die Girls WG dann einfach endet. Ja, also die richtige Girls WG nimmt dann tatsächlich einmal ein Ende. Aber es ist halt so, manchmal muss das auch sein, dann ist ein neuer Neuanfang immer gut und das Alte einfach mal loszulassen, wenn man das so sagen kann. Aber es ist ja so, dann lassen wir die Girls WG los. Und fangen an mit einer neuen Girls-WG, der moderneren Girls-WG, die dann kommen wird. Und ja, das wird, glaube ich, ganz lustig alles. Und dann haben wir auch mal wieder richtig neue Action am Start und so. Ja, ich denke, das wird ganz gut. Also ich denke, das würde euch auch gefallen. Und ich weiß, die Girls-WG, die bleibt ja auch für immer hier. Ist ja jetzt nicht so, dass wir die löschen oder so. Die bleibt ja in der Stadt. Die leben ja mit uns zusammen noch hier. Und wir können die auch jederzeit einladen, was wir wahrscheinlich wieder nicht tun werden. Genauso wie bei den anderen 10.000 Kindern, die wir gekriegt haben, wo wir uns auch nie wieder gemeldet haben. Aber ich denke, bei der Girls-WG, da werden wir ab und zu dann doch nochmal vorbeischauen. Und ich habe mir auch überlegt, dass Taylor sowie Grace, wenn die dann beide Teenager sind, beziehungsweise ich lasse ihn zum jungen Erwachsenenalter und sie zum Teenager. Und dann lassen wir die beiden zusammen ausziehen. Und zwar in die Großstadt, in eine Mietswohnung. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird und ob uns das Spaß machen wird und was wir da alles erleben werden. Da werden wir wahrscheinlich nochmal ein ganz neues Let's Play irgendwie erleben, ja. Und ganz neu und alles anders. Aber es wird, glaube ich, richtig cool. Und die Girls-WG an sich lassen wir erstmal im alten Haus wohnen, wo sie jetzt leben. Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge, liebe Freunde. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. So ein kleiner Junggesellenabschied ist mal ganz cool, finde ich. Und wie gesagt, morgen kommt dann das Umstyling, was wir machen werden. Wir werden nochmal komplett alles umstylen. Wir werden die kompletten Outfits raussuchen für die Hochzeit, außer für Mia. Also seid unbedingt morgen dabei um 13.30 Uhr, dann geht's los. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Haut rein, tschüss.